Steiermark im Blick. Perspektiven auf eine Landschaft. Wie wirkt sich expansives ökonomisches Handeln in Tourismus und Landwirtschaft auf die Anmutung der steirischen Landschaft aus? Als Teil des Themenschwerpunkts Landschaft, der 2015 an mehreren Standorten des Universalmuseums Ioneum aufgegriffen wird, gibt die Ausstellung Steiermark im Blick Antwort auf diese und weitere Fragen. Anhand von etwa 250 Exponaten wie Postkarten, Werbeplakate, Souvenirs und interaktiver Stationen erfahren Besucherinnen und Besucher, wie Landwirtschaft und Tourismusindustrie sich die steirische Natur schrittweise angeeignet haben. Die grüne Steiermark ist ein Topos, mit dem sogleich Vorstellungen von Wiesen, Wäldern, steilen Bergen oder rebenbewachsenen Hügeln verknüpft werden. An diesen Bildern hat zum einen die bäuerliche Arbeit als reale Produzentin der Landschaft mitgewirkt. Zum anderen aber auch der Fremdenverkehr, der sie seit Beginn des vorigen Jahrhunderts als eine Ware anpreist, die wohltuend und regenerierend auf den Menschen wirken soll. Die Ausstellung wirft im ersten Teil einen Blick auf die bäuerliche Zubereitung dieser Landschaft. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die steirische Landschaft von der bäuerlichen Bevölkerung in eine detailreich strukturierte Kulturlandschaft verwandelt. Hier geht es um zweierlei. Einerseits ist es eine wunderschöne Sammlung natürlich, die vom Dr. Thomas Griesbacher aus Graz, der viele Tausende solcher Gläser gesammelt hat, Souvenirgläser aus aller Welt und uns, die steirischen, hier als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. Der ästhetische Reiz springt einen, glaube ich, wirklich sofort an. Die Gläser stammen so Ende 19. Jahrhundert bis Anfang der 30er Jahre, wurden sie in dieser sehr schönen und sorgfältigen Art und Weise hergestellt. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Abbildungen selber. Wie wird Landschaft dargestellt, wie ästhetisiert, wie auch in Gleichförmigkeiten das Verlockende dargestellt. Warum soll ich da hinkommen? Und dann der dritte, nächste Aspekt ist natürlich, es ist ein Souvenir, ein Andenken, eine Art Trophäe, die man mitbringt aus dem Urlaub und ein Dokument, ein Beweis, hier war ich. Wir wissen nicht, ob die Bäuerinnen und Bauern das Ergebnis ihrer Arbeit selbst als schön empfanden. In jedem Fall brachte die Erschließung der Landschaft durch die bäuerliche Arbeit ein völlig neu gestaltetes Landschaftsbild zutage, das andere Gesellschaftsschichten als Rückzugsort zur Erholung vom Alltag nutzten. Gäste aus den industrialisierten Städten fanden hier in der Sommerfrische eine Realutopie der Ursprünglichkeit und Ungezwungenheit. So wurde die Landschaft zur Ware und rückte in den Fokus des Fremdenverkehrs.